Hi, hier ist Markus von der Gitanlos Online-Schule. Ich hoffe, euch geht's gut. In der heutigen Lektion oder in der heutigen Folge geht's um das Thema Musikerdystonien. Grundsätzlich erstmal zur Musikerdystonie. Viele von euch wissen wahrscheinlich nicht, was es ist. Und dieses Video, das soll jetzt nicht sehr wissenschaftlich sein, weil ich meine, da gibt es genug andere Sachen im Internet. Was es aber nicht gibt oder nur wenig, finde ich einfach, dass man wirklich mal aus Sicht eines Betroffenen, also von jemandem, der eine Dystonie hat, einfach mal weiß, wie er damit umgeht und wie er halt die versucht, aus dieser Musikerdystonie rauszubekommen. Es gibt ja immer verschiedene Ansätze. Welcher Ansatz jetzt hilft, ist ja auch immer so eine Frage, weil wenn man erstmal jetzt eine Dystonie hat, vielen wird immer gesagt, hier kommst du nicht mehr raus, hör auf mit Musik machen und so weiter. Aber es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen und ich möchte heute einfach mal aus Sicht des Betroffenen, weil ich selber auch eine Musikerdystonie habe, sagen, wie es bei mir, wie wirklich diese Dystonie aufgetreten ist und wie ich da versuche, tatsächlich rauszukommen aus der Dystonie. Also grundsätzlich erstmal für alle, die es nicht wissen, eine Dystonie, also Musikerdystonie, ist im Prinzip, ich finde den Begriff Krankheit immer so ein bisschen, immer so ein bisschen bescheuert an. Man denkt dann, man hat hier oben irgendwie so einen leichten Dachschaden, aber es ist halt einfach nicht so. Also es ist einfach eine Musikerdystonie, kann man wirklich bezeichnen als eine Bewegungsstörung oder eine Überlastung, die tatsächlich chronisch geworden ist. Und das ist im Prinzip auch wenn ihr jetzt eine Dystonie habt, dann geht halt erstmal los, dass ihr einfach bestimmte Bewegungen kommt es wirklich teilweise von einem auf den anderen Moment, dass man einfach merkt, okay, ich kann bestimmte Bewegungen nicht mehr ausführen. So was bei mir, also ich weiß noch vor, ja, ich weiß nicht, das könnten jetzt auch mittlerweile 10 Jahre her sein, dass ich einfach von einem Moment auf den anderen tatsächlich bestimmte Bewegungen auf der Gitarre nicht mehr richtig ausführen konnte. Das war bei mir der Wechselschlag in der rechten Hand, also ich habe die Dystonie in der rechten Hand und ich habe einfach gemerkt, ich konnte keine kleinen Bewegungen mehr machen und dann in dem Moment denkt man erstmal, okay, was ist denn jetzt los? Und dann ging es erstmal los, dass ich dann so im Laufe der Zeit beim Üben dann immer gemerkt habe, so, dass ich so leichte Verspannungen im Unterarm bekommen habe. Was ich sonst nie hatte. Also das ist dann war wirklich ein komplett neues Erlebnis. Und dann bin ich natürlich, wollte ich wissen, was ich da habe und bin dann zu diversen Ärzten gerannt und die meisten konnten mir nicht sagen, was ich habe. So, einige meinen Sehnscheinentzündung, andere Sachen. Und da habe ich dann erstmal ziemlich im Dunkeln gestochert. Und bis ich mal irgendwann im Internet ein Video gesehen hatte, das war wirklich ein blöder Zufall, von jemandem, der auch Gitarre spielt, und der eine Dystonie hat und das dann wirklich vorgestellt hat, wie das bei ihm, was das für Auswirkungen hat. Und dann habe ich tatsächlich, bei dem war die Dystonie natürlich ein bisschen anders als bei mir, aber ich konnte schon wirklich so erkennen, das Bewegungsmuster bei dem Gitarristen auch nicht mehr funktioniert haben. Und da war mir dann ziemlich klar, dass ich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Dystonie tatsächlich entwickelt habe. Und dann bin ich halt zum Professor Altmüller gerannt. Das war die erste Anlaufstation eigentlich, wenn man jetzt hier im deutschsprachigen Raum ansässig ist und eine Dystonie hat. Und der hat mir das natürlich bestätigt. So. Und dann gab es halt so 3 Therapiemöglichkeiten. Die eine war Botox, dann die mit Tablettentherapie, Parkopan und Retraining. Botox habe ich nicht genommen. Ich hatte erstmal mit Parkopan angefangen, wobei ich dann auch ziemlich schnell gemerkt habe, dass das Zeug einen ziemlich umhaut und nicht, ja, man merkt so, es bringt halt ein bisschen was. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich dadurch nichts gebessert hat, aber man kann natürlich nicht sagen, dass dann alle Symptome auf einmal weg sind. Und da dann diese Nebenwirkung, wenn man halt immer abgeschlagen ist und der Effekt dann doch nicht so groß ist, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob man sich das Zeug immer noch reinhauen will. Oder ob man nicht eine andere Alternative probiert, aus der Dystonie rauszukommen. Und diese andere Alternative war dann für mich das Retraining. Und ich habe es natürlich nicht selber gemacht, ich bin dann zu Herrn Vogel gegangen. Der Name wird dann, wenn ihr mit Dystonien zu tun habt, wahrscheinlich bei euch auch schon mal aufgetreten, oder den werdet ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben. Und da fing es dann an, dass ich mit Retraining angefangen habe. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, erstmal viel über die Dystonie zu wissen,
Also wirklich, also eine Dystonie ist ja bei jedem unterschiedlich. Also was bei mir jetzt, wenn ich jetzt bestimmte Bewegungen mache oder eine bestimmte Art von Dystonie habe in der rechten Hand, heißt es nicht, wenn ihr jetzt betroffen seid, dass ihr genau das Gleiche habt. Also bei euch kann es links sein oder auch wenn ihr es rechts habt, kann das eine komplett andere Dystonie sein. Und dadurch habe ich wirklich viel über Dystonien erfahren. Und ich bin auch, also bei mir fing die Dystonie, hatte ich ja schon gesagt, auf der Gitarre an. Und ich habe dann wirklich eine Zeit mehr Bass gespielt. Also dass ich wirklich in den meisten Bandprojekten dann nur noch Bass gespielt habe, weil ich hatte dann im Prinzip, als ich beim Professor Altmüller war, der hatte gesagt, ja, die Dystonie, oder ich hatte das da gelesen, dass die Dystonie instrumentenabhängig ist. Und dann dachte ich, ja, okay, dann hast du es auf der Gitarre, aber dann kannst du ja noch Bass spielen. Und es ging auch wirklich eine Zeit gut, bis ich dann auch irgendwann auf dem Bass halt diese Dystonie entwickelt habe, was ja eigentlich gegen die Theorie spricht, dass halt instrumentenabhängig ist. Weil ihr habt euch bestimmte Bewegungsabläufe antrainiert und die sind nicht auf einem anderen Instrument dann anders auf einmal, weil die sind halt so einprogrammiert. Und deswegen fing das Retraining bei mir erstmal überwiegend an mit der, oder überwiegend auf dem Bass. Und ich war tatsächlich nach ungefähr, ich weiß nicht, ob es 3 Jahre waren, 4 Jahre, da war ich tatsächlich so weit, dass ich wieder ganz normal Bass spielen konnte. Hab dann aber wirklich den großen Fehler gemacht, dass ich dann wirklich dachte, okay, du kannst jetzt wieder normal spielen. Und habe dann im Prinzip bei 9 Stücken, die ich geübt habe, wirklich den Autopilot eingestellt und nicht mehr drüber nachgedacht und bin dann im Prinzip, oder auf gut Deutsch gesagt, nochmal voll in die Kreissäge reingerannt und habe dann diese Dystonie ist dann wieder hochgekommen, weil einfach diese Bewegungsabläufe, die ich mir neu antrainiert habe, noch nicht so tief drin waren, dass ich wirklich auf Autopilot stellen konnte. Und im Prinzip dieses auf Autopilot stellen ist sowieso was, was ihr als Musiker nicht machen solltet, auch ob ihr jetzt eine Dystonie habt oder nicht. Weil ihr müsst wirklich immer diese Bewegung im Blick haben. Da ist nicht, man drückt einen Knopf und das Programm wird abgespult, das funktioniert nicht. Also man muss da wirklich immer aktiv an solchen Sachen dran arbeiten, auch so an Bewegungssachen, dass ihr die Bewegung tatsächlich richtig ausführt, weil der Kopf muss es halt lernen und da müsst ihr halt immer aktiv tatsächlich dran arbeiten. Genau, also dann fing halt die Dystonie, wurde dann wieder schlimmer bei mir und seitdem bin ich wieder tatsächlich dabei, so leicht, also ich mache Fortschritte, sowohl auf dem Bass als auch auf der Gitarre. Im Prinzip muss man es aufteilen, so dass ich Übungen mache auf dem Bass, klassische Gitarre und Plektrumtechnik auf der E-Gitarre. Und ja, da gibt es Tage, da läuft es gut, es gibt Tage, da läuft es nicht so gut. Hat auch wirklich viel damit zu tun, was ihr gerade im Alltag so macht. So. Also ich habe eine ganze Zeit wirklich zum Beispiel sehr viel Sport gemacht und dann einfach auch gemerkt, dass mir diese Bewegungen, die ich beim Sport mache, beispielsweise beim Schwimmen, dass sie sich wirklich negativ auf das Instrumentenspiel auswirken. Und da muss man dann immer wirklich gucken, was man gerade tagsüber gemacht hat und ob das denn überhaupt noch Sinn macht, dann soll, wirklich dann an der Dystonie zu arbeiten oder auch nicht. Das ist so ein kleiner Einblick in meine Dystonie. Also wie gesagt, bei mir ist es auf der rechten Seite. Und ich kann jetzt nicht im Detail wirklich genau erklären, wie das aussieht. Also ich habe wirklich jetzt geplant, auch je nachdem, wie das Feedback ist über diese Videoreihe, die ich jetzt hier mache, dass ich ein paar Videos wirklich mache, wo ich zeige, wie sich die Dystonie tatsächlich bei mir äußert, sowohl auch auf dem Bass als auch auf der klassischen Gitarre und auch der E-Gitarre und was ich dann tatsächlich mache, um das zu ändern. Also ich werde jetzt, was schwierig ist jetzt zu sagen, ich stelle euch jetzt konkrete Übungen vor, weil die Gefahr ist immer, dass man dann, wenn ich jetzt konkrete Übungen vorstelle, dass ihr euch das dann anguckt, also wenn ihr jetzt von der Dystonie betroffen seid, euch das anguckt und dann, okay, ich mache die Übung auch, weil der macht ja auch, der auch eine Dystonie und das funktioniert halt nicht, weil ich hatte ja eben schon gesagt, jede Dystonie ist anders. Und da kann man nicht sagen, hier mach die Übung, mach das, mach dies und dann kommst du da raus. Es funktioniert nicht. Also es ist wirklich sehr individuell und wenn ihr eine Dystonie habt, müsst ihr auf jeden Fall zu jemandem gehen, der sich damit auskennt und das wirklich dann analysieren kann mit euch zusammen, was ihr da nicht richtig macht. Und dann muss man halt zusammen eine Strategie entwickeln, wie man sich da langsam rausarbeiten kann aus der Dystonie. Und wie gesagt, ich würde dann so ein paar... Also der Plan ist einfach dann, hatte ich ja eben schon gesagt, ein paar Sachen einfach ins, so ein paar Videos zu machen, wo ich die Sachen oder meine Arbeit am Instrument tatsächlich vorstelle und ihr euch das dann angucken könnt und auch wirklich dann vielleicht mache ich dann auch Videos, wie ich dann angefangen habe mit der Übung, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat, dass ihr einfach sehen könnt, wie
dass es wirklich Wege auch aus der Dystonie gibt. Ist für mich auch sehr gut, weil ich kann durch diese Videos, also ich mache ja, ich habe ja einen YouTube-Kanal, den mache ich jetzt noch nicht so lange, so etwas über ein Jahr. Naja, ich habe ihn eigentlich schon seit fast nicht ganz 2 Jahren so, wobei das erste Jahr eher so ein bisschen sporadisch lief und dann habe ich tatsächlich jetzt das ein bisschen intensiver betrieben. Und durch diese ganze Arbeit, wenn ich mir dann meine Videos näher angucke, dann sehe ich halt auch Sachen, wenn ich Sachen eingespielt habe, was ich da teilweise für komische Bewegungen oder für Mist gemacht habe bei Bewegungen und weiß dann auch, was für Sachen ich tatsächlich dann arbeiten muss, um dann wirklich aus dieser Dystonie halt rauszukommen. Also ich lerne dadurch auch ziemlich viel nochmal über meine eigene Dystonie. Zum Ausblick nochmal, wenn ihr jetzt betroffen seid von der Dystonie, schmeißt dann nicht die Flinte ins Korn. Ich weiß, das ist ein scheiß Gefühl, wenn man das erstmal weiß. Und ich habe auch schon mit einigen Dystonikern gesprochen, weil ich hatte mal so einen Blogartikel bei mir auf der Homepage, wo ich wirklich darüber nochmal kurz wirklich über die Dystonie ganz grob berichtet habe, also jetzt nicht so detailliert wie jetzt hier in dieser Serie, aber ich habe darüber berichtet und dann kamen tatsächlich so in unregelmäßigen Abständen wirklich Anfragen oder Anrufe von Betroffenen und bei denen ist natürlich erstmal das Mitteilungsbedürfnis erstmal riesengroß, weil die sind erstmal froh, dass sie nicht die Einzigen sind, die Dystonie haben und dass es wirklich Leute gibt, die das auch haben und das auch wirklich Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Das sind natürlich erstmal zigtausend Fragen und ich will einfach probieren, dass ihr oder möchte einfach, dass ihr ein bisschen beruhigter seid, dass ihr wirklich wisst, okay, es gibt Wege aus der Dystonie. Wobei man sagen muss, dieses Rehtraining, das ist jetzt nichts, wo ihr zweimal hingeht. Dann wird euch beispielsweise zu Herrn Vogel, dann legt er euch 2 Stunden die Hand auf, ihr geht nach Hause und dann irgendwann könnt ihr wieder spielen. Es funktioniert nicht, weil es ein Prozess ist, der sich wirklich über Jahre streckt. Also man kann nicht sagen, ich kriege eine Dystonie raus in 3 Wochen oder im Jahr. Es dauert wirklich, ihr müsst ja schon wirklich ein paar Jahre rechnen, das sagt auch der Herr Vogel, wenn ihr da hingeht. Und das Ding, warum es so lange dauert, ist einfach, ihr habt diese... Es tritt ja häufig bei Profis auf, eine Dystonie, und ihr habt ja diese Bewegungsabläufe, das sind ja wirklich, die man als Musiker hat, das sind ja wirklich so, die sind ja so feinmotorisch, und die sind wirklich, wirklich stundenlang und wirklich ganz genau eingeübt. Und diese Muster, die, wenn die wirklich dann oben falsch abgespeichert sind, die aufzubrechen, das ist wirklich, wirklich auf gut Deutsch gesagt, scheiß viel Arbeit, aber es funktioniert und man muss da wirklich bereit sein, an sich zu arbeiten, also dass man wirklich weiß, okay, da machst du was falsch, das musst du ändern. Und man muss wirklich kontinuierlich dran arbeiten und man muss da wirklich, wirklich dranbleiben. So. Also das ist, manchmal hat man wirklich Tage, ich kenne das auch bei mir, wo man am liebsten das Instrument aus dem Fenster schmeißen würde oder in die Gitarre reintreten, habe ich zum Glück sowas noch nicht gemacht. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen entspannter, weil ich einfach, wenn ich jetzt merke, ich habe mal einen schlechten Tag, dann ist für mich jetzt nicht so, wenn ich jetzt merke, so dass ich meinetwegen heute schlechter gespielt habe als gestern, ist es einfach nicht so, dass ich dann sage, dass für mich dann wieder die komplette Welt zusammenbricht. Sondern es ist einfach, dass ich beim Üben dann wirklich gucke, was machst du jetzt falsch? Und dann muss man da halt wirklich reingehen. Und das ist anstrengende Arbeit. Also wenn man wirklich an solchen Sachen arbeitet, dann merkt man, wenn man 2 Stunden übt, das ist schon eine lange Zeit. Und das ist man auch wirklich kaputt so. Aber das ist wirklich eine coole Sache, um wirklich nochmal viel über die übers Musikinstrument, also übers Musizieren tatsächlich kennenzulernen. Weil ich habe durch diese ganze, auch so mies das auch ist mit dieser Dystonie, aber ich habe dadurch tatsächlich so viel übers Musikmachen nochmal wirklich dazugelernt, sowohl was richtige Handhaltung betrifft, als auch wirklich Übemethodik. Da habe ich wirklich in den letzten Jahren, in der Zeit auch, wo ich bei Herrn Vogel bin, wirklich so viel nochmal dazugelernt und so viel geändert. Und das hilft mir natürlich auch, meinen eigenen Unterricht zu gestalten. Häufig habe ich das auch bei Schülern, die jetzt keine Dystonie haben oder so, wo ich einfach sehe, die machen da bestimmte Bewegungen nicht richtig. So, dann stellen wir das um. Und ein Nicht-Dystoniker kann das natürlich viel schneller als ein Dystoniker, weil bei denen sind diese Abläufe halt noch nicht so verfestigt wie jetzt beim Dystoniker. Aber das hilft natürlich beim Unterricht enorm, um einfach auf den, wirklich den Schülern einfach eine Handhaltung zu zeigen, wo sie einfach wissen, damit können sie wirklich schmerzfrei spielen, weil es gibt so viele Leute, die eine miese Handhaltung haben, meinetwegen auf dem Bass,
und sich dann die Sehnscheiden ja mal kaputt machen. So, das muss ja nicht sein, weil Musik machen ist ja jetzt kein Sport, wo man irgendwie jetzt 2 Stunden übt und merkt so, oh, mir tun alle Muskeln weh. Das ist dann ein gutes Zeichen, weil ich Muskelkater habe, ist halt völliger Schwachsinn, weil ihr solltet halt Musik machen, soll halt leicht sein. Und ihr merkt dann auch, wenn ihr euch wirklich eine leichte Spielweise aneignet, dass es dann tatsächlich auch leicht von der Hand geht so. Gut, also ich habe jetzt viel erzählt über meine Dystonie. Wahrscheinlich, also ich bin jetzt noch nicht ins Detail gegangen. Das wird dann so in den nächsten Videos kommen. Ich werde dann mal ein Video machen mit der Gitarre, mal mit dem Bass, dass ihr einfach mal sehen könnt, wie das bei mir aussieht, sieht konkret. Und einige von euch vielleicht sehen dies auch, wenn ihr meine Videos verfolgt. Da sieht man schon bei einigen Sachen, wo tatsächlich die Dystonie dann tatsächlich ist. Aber wie gesagt, ich versuche da einfach offen mit umzugehen, weil es gibt sehr viele, wenn ihr so Musikerdystonien einfach mal googelt, dann findet man im deutschsprachigen Raum, wenn man Musikerdystonie eingibt, kaum was, ein paar wissenschaftliche Beiträge, das war's. Und ich möchte einfach versuchen, dass man da so ein bisschen, das so ein bisschen anregt, dass man das einfach wirklich ein bisschen offener gestaltet, das Thema. Weil da sind, wie gesagt, viele von Betroffenen, es gibt leider Gottes auch einige, die es wahrscheinlich nicht wissen, dass sie eine Dystonie haben oder vielleicht kurz davor sind, eine zu entwickeln. Also es gibt so viele Leute im Internet, die Videos reinstellen, wo man einfach wirklich sagen kann, die haben eine Dystonie. Ich will da jetzt keine Namen nennen, weil erstmal ist das nicht fair den Leuten gegenüber und zweitens weiß man auch nie, auf was man da trifft, weil wenn man denen sagt, ja, pass mal auf, du hast eine Dystonie oder kannst eine entwickeln. Viele wissen nicht, was das ist und denken, du bist dann irgendjemand, der denen irgendwie was vertickern will oder so, und von daher mache ich sowas nicht. Aber es gibt immer bestimmte Anzeichen, die man wirklich, wo man dran erkennen kann, dass jemand wahrscheinlich eine Dystonie hat, tatsächlich. Gut. Das war jetzt erstmal ein kurzer Einblick so grundsätzlich in Dystonien aus der Sicht eines Betroffenen, weil ich will es jetzt halt nicht zu wissenschaftlich machen, weil da bin ich auch der falsche Ansprechpartner für. Da gibt es wirklich genug Leute, die da mehr Ahnung von haben. Aber ich will einfach aus der Sicht eines Betroffenen euch zeigen, wie sowas halt der Alltag dann eines Dystonikers aussieht. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu beantworten, ob ihr jetzt betroffen seid oder nicht, oder die ihr vielleicht der Meinung seid, ihr habt eine Dystonie oder das auch wisst. Könnt ihr immer gerne euch mit mir austauschen. Wie viel Zeit ich zum Antworten habe, wird sich dann immer zeigen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr konkrete Fragen habt, wie Videos vielleicht mal aussehen, dann kann ich da gerne auch tatsächlich Videos drüber machen. Alles klar, das war es dann erstmal für heute und ihr könnt ja einfach diese Serie dann verfolgen und dann gucken, was da noch in der nächsten Zeit für neue Videos von mir kommen. Gut, bis dahin.